Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem weiteren Tycoon in Minecraft. Sehr lange mussten wir warten, heute ist es wieder am Start. Wir haben zwei Banken und der Tycoon soll wohl ganz besonders sein, habe ich in der Ankündigung gelesen. Ich bin gespannt. Wir haben Team Pink und Team Blau. Also die Farben stimmen nicht, Leute. Es ist, aber ich nehme Team Pink, weil das kommt rot am ähnlichsten. Elina nimmt Team Blau, weil das kommt grün. Also, ja. Wenn man eine Rot-Grün-Schwäche hat, dann passt das schon. Da sieht da eh alles gleich aus. So. Oh, das ist so ein... Wie heißen diese super teuren Eier? Oh mein Gott. Trigivé-Ei wollte ich sagen, aber das ist ja ein Zug. Fabergé-Eier heißen die. Hinten ist der fette Tresor. Jo, die kann man sogar aufmachen. Jo, ich habe einen Schlagstock, Alter. Damit schlage ich dich direkt zusammen. Ey! Collect, ja, hinten im Tresor kannst du einen Schlagstock holen. Ah, und da muss man das zumachen. Du kannst da Money, glaube ich, auch klauen. Okay. Mhm. Oh, erweitertes Banking. Okay, okay, okay. Also, wir starten, Nina. Drück auf Start Making Money. Bist du da? In drei, zwei, eins, go! Okay, okay. Oh, ich habe gesneakt, deswegen habe ich eine Sekunde zu spät gestartet. Oh, das kann das eh nicht entscheidend. So, für 10.000 kannst du Double Gold Output machen. Das kommt jetzt hier alles in den Tresorraum und ein Gold gibt 200 Ocken. Okay, 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 okay. Und wie kommen wir? Full Gold Production Required. Okay, das heißt, um hier reinzukommen, in die richtig fetten Klunker-Dinger. Elina, du hast doch kein Geld eingesammelt, was ist denn los? Ja, ich warte. Ach so. Brauchen wir erstmal diese volle Goldproduktion. Du kannst die Villager dir schnappen und die dann in deine Filiale tragen. Und irgendwas oh. muss... Aber was? Ach, zum Bankautomaten wahrscheinlich, ne? So. Ah, und wenn du die beim Bank... Nee. Was macht er denn jetzt hier? Oh, meine Güte. Wer ist er denn? Oh. Also du musst die, glaube ich, in die Filiale einfach tragen, dann kriegst du Kohle. Wenn ich es jetzt Kann ich die da auch reinwerfen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, ob er dafür Geld kriegt jetzt aktuell. Du hast Geld bekommen. Wie hast du das gemacht? Ich habe ihn da reingetragen, wie du gesagt hast. Ah, ja, ja, ja. Die rennen dann zu diesem Geldautomaten und das gibt Kohle. Das gibt Moneten, Alter. Komm her. Verstehe. Schnell dahin, ey. Puh. Und jetzt hier. So, zack. Okay, ja, warte, warte. Ui, ui, Nina hat das erste Update schon gekauft. Wir liegen hinten. Aber nur für kurze Zeit. Genau jetzt. So, genau. Jetzt haben wir Double Gold, ne? Seht ihr auch? Spawnt schneller. Wir haben jetzt den... Ah, hier hinten kann man auch den Fließband-Speed upgraden. Aber das kostet eine halbe Million, natürlich. okay, wir machen weiter. Wir müssen die Villager holen. Kann man auch einen links, einen rechts und auf den Schultern? So vier auf einmal? Das wäre cool, ne? Das wäre cool. 20.000, das nächste. Ein bisschen aufholen, Leute. Habe ich nicht, habe ich nicht. Ob alle gleich viel geben? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe einen Trick rausgefunden, Leute. Ah, nee. Hä? Dann ist der einfach so wieder rausgerannt. Ich dachte, die rennen wieder raus, nachdem sie das erledigt haben. Und du kannst sie direkt wieder abfahren, weißt du? Aloy, direkt heftiger Trick. Aber, ja, geht aber leider nicht. Oh, du isst jetzt kein Burger mehr. Du gehst jetzt zur Bank. So funktioniert das auch mit Banken. Die Leute werden da einfach reingetragen. Und Geld. So, wir haben 14k. Das ist zu wenig. 25. Hallo, von meinem Eingang ist keiner. Ah, okay, lohnt sich jetzt nicht mehr einzuholen. Wir warten hier. Jede Sekunde. Nein, Befehl 100. Wow, Elida, hast du da auch 2 Sekunden vor. Triple Money. Ah, jetzt ist hier oben die erweiterte Bankgeschichte aktiviert. Okay, das checken wir mal ganz kurz aus. Saphir-Generator, Rubin-Generator, Smaragd-Generator. Billionaire's Office. Renorator. Wie viel kostet der Käse? 50 Millionen? 50 Millionen, 2 Millionen, nee, nee, es wird 100.000, 20.000, okay. Wieso beginnt denn das mit den teuren, ey? 20.000. Weil die teuren sind weiter vorne, damit man weniger gehen muss. Je reicher man ist, desto schöner wird man. Kann sein. Man ist so langsam, wenn man die Villager hier auf dem Arm hat. Echt? Ich wäre doppelt so schnell. Hä? Nein, nur ein Joke. Warum hast denn du 18k in der Tasche? 20k bitte. Und weil ich sehr hart für mein Geld arbeite. Nein, 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 wir brauchen. Hä, warum habe ich gerade Geld bekommen? Ach, weil der Typ dagegen gelaufen ist. No. Lina, setz dich ab. Jetzt sind schon locker 5 Sekunden. Was muss ich machen bei den Diamantgenerator? Aber das Ding ist irgendwann. Oh, jetzt wird's kompliziert, Lina, ja, ey. Ja, genau. Irgendwann war es tricky. 20.000 kannst ich raus. Du doublen oder 100.000 Smaragden. Oder für 40.000 direkt trippeln. Okay. Okay, 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 okay.
Junge, warum hast du nur so viel? Weil ich schnell bin. Ich bin Speedy Gonzales. Ah, Leute, scheiße, ey. Wir brauchen 4-6. Und mit dem Diamanten. Und wir haben 4-6. Diamanten. Was hast du gekauft? Ich habe das 20k-Ding gekauft. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich habe es auch gekauft, safe. Problem ist aber. Ich mache jetzt einen taktischen Move, Elina. Ja, du willst mich killen. Taktisch. Oh ja, das kann ich ja auch noch. Das muss man mal. Das. Auf. Ja, Elina, das gehört dazu. Okay, dann gebe ich mein Geld jetzt. Hey, man kann auch einen Guard sich hiren, ne? So. Für 150.000 kannst du einen Guard holen. Ja, so viel Geld habe ich noch nicht. Ich kratze hier gerade bei den 40.000. Ja, ich komme jetzt mal rüber, Elina, mit dem Schlagstock. Mhm. Sie kriegt angepisst. Wie du das sneakst, Alter. Jedes Mal, aber hier ist ein Villager, den nehme ich direkt mit. So praktisch. Jedes Mal, ich habe dich, glaube ich, noch nie in diesem Game doch, du hast gekillt. Mich schon gekillt. Doch, natürlich. Nein, einmal war es doch bei diesem Zoo-Ding, hast du mich plötzlich ein paar Magel, da war es übelst knapp. Selber. 110.000. Und jetzt machen wir dicke Moves, Leute. Wir kaufen nämlich direkt Smaragd. Ich glaube, das ist klüger. Ich kann noch nicht mal. Jetzt kann ich nicht. Oh, so, jetzt haben wir Smaragd. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder verloren. GG. Hey, warum? Du kannst mich doch auch mal killen. Ich kann dich nicht killen. Verstehst du es nicht? Boah, langsam wird das hier richtig voll. Ey, guckt euch das mal an, wie das hier alles rausscheppert. So, jetzt machen wir das für 50k, glaube ich, weil das, oder? Nee, wir machen das für 100k verdoppeln, das ist, glaube ich, klüger. Sie verdienen jetzt schon so viel Geld, es lohnt sich fast gar nicht mehr, nach Villagern Ausschau zu halten, weißt? Oder geben die auch immer mehr? Habe ich nicht getestet. Habe ich auch nicht. Ich bin ein Bauchmensch, ja. Aber wer, du bist halt so ein bisschen. Ja, das bringt dich bei den Takuts ja meistens nicht so. Wobei, man muss fairerweise sagen, du verlierst, wenn du verlierst, verlierst du, weil ich dich halt einfach im PvP kille. Ja, ich werde, ohne Witz, wie lange gibt es diese Version schon, wo man so warten muss, bis man schlagen kann? Sau lange. Und drei Jahre oder so. Ich habe das immer noch nicht durchdrungen. Ich glaube, ich muss mal ordentlich Livestream machen, 12 Stunden Survival Games in diesem Modus. Dann du hast auch 290k, Alter, wo kommt die ganze Kohle her? Schrei mich nicht an. So, was, wie viel kostet das? 250? Ja, da komme ich natürlich das ist ja überbillig. Und jetzt auch 250 sparen. Die anderen sind way zu teuer. Das macht ja keinen Sinn. Oh mein Gott, was habe ich denn hier? Ich könnte jetzt auch halt... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich könnte jetzt halt auch für 500.000 den Speed. Aber das Ding ist, ich denke mal Folgendes. Die Sachen droppen ja mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf das Fließband. Und nur weil das jetzt schneller läuft, droppen ja nicht mehr Sachen da drauf. Das heißt, eigentlich sollte dir das gar kein Geld bringen. Höchstens, dass du es ein bisschen schneller zusammen hast, so halt dann, die gewissen Grenzen. So. Warum auch immer ich jetzt plötzlich gefühlt wieder hinten liege gegen Elina, ich verstehe es auch nicht. Ich habe ein Villager-Bait bekommen und zwar sorgt dieser Block dafür, dass die Villager von selbst bei der Bank kommen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die auch von selbst kommen. Warum Elina auch plötzlich 12 Millionen hat, ich verstehe es nicht, wo die Kohle herkommt, Elina. 12 Millionen? Ich dachte, ich habe nur 1 Million, Alter. Ach nee, hast du ja auch nur, sorry, ganz ehrlich. Aber wie machst denn du das? Ich weiß es nicht. Ich sammle die ganze Zeit nur meine Sachen ein. Und dann hole ich ab und zu ein paar Villager. Mehr mache ich nicht. Gucken jetzt mal Villager, wie viel ein Villager bringt. 90k, das ist schon viel. Wir brauchen, glaube ich, 2 Mios, ne, für den Raum. Ja, richtig. Okay, dann schaffen wir noch einen zu holen. Mann, ey, ich habe dich doch gegriffen. Ich würde nicht mit dir handeln. Papier für Smaragd. Ich bin eine Bank. So, jetzt müsste ich doch hier... Ich bin Dr. Bank. Warum führst du so... Ich weiß es auch nicht, Ben. Rubinraum für 2 Millionen. So sehen die Dinge aus. Villager spend more money. Ah ja, siehst du doch. Die geben dann doch mehr Geld mit der Zeit. Du hast jetzt schon 750.000 wieder, perfekt. Mit diesem Smaragdblock, den wir bekommen haben, können... Jo, Elina, Alter. Weißt du, wie... Guck auf mein Geld. Oh nein, Alter. Oh mein Gott, ich seh's. Nein, ihr seid dumm. Ich so, okay, kommt rein in die gute Stube. Ja. Oh mein Gott, das sind richtig viele. Oh! Das ist ein Game Changer. Ja.
Hätte ich, oh, ich hab auch Leon. Aber ja, das Ding ist, Selina, das sieht jetzt hier nicht aus, aber die scheppert jetzt auch gleich hoch. Ja, ja, und da ist es passiert. 2 Millionen Double, 5 Millionen Triple. Kannst Selina aber leider auch kaufen. Na, wir führen jetzt mit ein paar Sekunden. Das ist wichtig. Und, aber jetzt wird richtig sich alles dadurch entscheiden, wie wir diesen Unlocker-Modus hier, ja, aktivieren. Ja, ja. Ich hole mir, glaube ich, auch mal. Also, ich denke nicht, dass das wirklich Sinn macht, aber ich meine, ich habe ja das Geld. Also, hol ich es mir mal. Ja, du holst den Guardian. Ach so. Oh ja, das kann ich mir auch mal holen. Ach so, lol. Okay, er hat sich was anderes scheinbar geholt. Jo, ich hab eine Wache. Okay, okay, jetzt schnell, schnell, schnell. Wir müssen hier in die Masse rein, Alter. Kommt mal her, hier. Wenn du weißt, wie gut ich Piglins anlocken kann. Das kannst du wirklich heftig. Das kann ich gut. Elina, du hast, glaube ich, den Weltrekord mit gleichzeitigen Trades. Da waren 20 Stück in diesem Ding oder so. Fand, das war nicht mal eine Bestchen oder irgendwie sowas. Die standen da einfach random rum. Manche haben aber keinen Bock irgendwie mit dem Smaragd, ne? Doch, doch. Ich finde, alle haben Bock. Man, nee, haben voll viele keinen Bock. Doch, doch, doch. Die klaue ich dir halt. Ich nehme den. Ey, 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 ey! Aha, ich hab dir 3 geklaut. Okay, dann klaue ich dir jetzt alle. Illoyale Kunde. Ey, warum denn alle? Lina, hör doch auf damit! Jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Du hast angefangen. Ja, schön, schön. Oh. Boom. Oh. Hä, jetzt habe ich ja schon 50. 50 Millionen. What the heck? Du kannst es nicht. Saphir, Alter. Abfahrt. Wir haben Saphir-Generator. Das schmeckt mir doch. Warum? 50.000, ach, 50 Millionen verdoppelt, 150 vertrippelt, okay. Das habe ich ja schon. Aber wieso kriegt man keinen Saphir-Anlocker, der dann irgendwie noch heftiger ist? So, jetzt schön hier lang, Leute. Kommt in meine Bank hier, kriegt ihr einen Bausparvertrag reingedrückt. Mit dem Monster-Kondition. Zack. Das scheppert so heftig. Doch, Alter, was weiß ich, wie Geld habe ich, ey? Sind das 150 Millionen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind 150 Millionen gewesen. Oh, lol. Ja, aber du hast ja auch so viel. Das ist übelst knapp, ne? Mhm. Aber du bist schneller als ich, deswegen kannst du schneller die Villager unter den Nagel reißen. Kannst du. Du musst PvP suchen, glaube ich, Elina. Wenn du gewinnen willst. Du willst wieder. Du willst mich hier wieder zu irgendwas zwingen, was ich nicht will. Nee, mach ich nicht. Ja. Ich fall darauf nicht mehr rein, Ben. Was denn für Reinfall? Du liegst hinten. Junge, ich sterb dann. Dann lieg ich doch weiter hinten. Ja, aber das Risiko musst du eingehen. Nö. Ich hab 300 Millionen hier. Was machst du denn da? Ich bin risikofrei. Ja, aber dann verlierst du safe. Risikofrei wie meine Bank. Kommt alle rein, lol. Ich meine, ich brauche jetzt nur noch. Muss ich noch was kaufen? 1 Milliarde jetzt. Ja, aber ich gehe noch mal rüber, Elina. Natürlich gehört dazu. Okay, mach. Zeig doch, was du kannst jetzt, Elina. Wenn du jetzt mich killst, gewinnst du. Ja, sauber. Sauber, Elina. Hast du gut gemacht. Hey, ich hab gar kein Geld bekommen, oder? Nee, du hast halbiert. Oder? Nee, hat das überhaupt was gekostet? Banks and took some of your money. Ach so, ja gut. Lecker Schmecker. So, das sind jetzt hier 3, 6, 9 oder so. Kommt mal rein in die Stube. Komm mal rein in die Stube. Danke. Ja, das ist fast am Stissel. Brauch noch 160. Arilia. Ich habe aber eine Wache hier. Die macht eh nichts. Oh, sie macht doch was. Nein, oh, Mann! Das war knapp. Aber ich glaube, ja, du warst toll, auch vorgedamaged, oder? Ja, der Wither hat mich so ein bisschen. Ja, dann nochmal, ja, komm, ich gebe dir nochmal die Chance. In der Mitte, am Boot, chill ich. Oh, dumm. Oh, das war. Nein, Mann! Ich hasse dieses PvP-Dings, ohne Witz, so langsam fange ich es an zu hassen. Ach, jetzt hast du es erst. So. Ja, ich hab's damals, wollte ich nicht wegen sowas rumheulen, aber heute. Heute ist egal. Heute. Jetzt, oh, Lina, ich hab hier was freigeschaltet im Finale. Was hast du denn freigeschaltet? Ja, geh mal in deine Bank. Oh nein. Pass auf. Boah, jetzt wird sie weggebombt. Boah, weißt du das? Auch so steht im Chat. Ja. Und? Ey, ich hab überlebt. Hey, das ist ja voll low. Ich dachte, da kommt jetzt ein Nuke runter oder so. Ja, das aber ist ja meine die, Bank nicht. Das ist, oh ja, Mann, die Lost. Jetzt habe ich nur noch 42 Millionen. Was soll ich noch machen? Elina, du hast 425 Millionen. Die
Ich habe nicht mal das eine Update, eigentlich habe ich betrogen, ich habe nicht mal das eine Update gekauft, aber jetzt habe ich es. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen, lasst eine positive Bewertung da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.